Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Sonntag, 18. September. Wir haben den Samstag durchgearbeitet. Oder wir hatten frei. Nee, eben war der 17. Wir haben keinen freien Tag. Ja. Stimmt, warum haben wir keinen freien Tag? Es ist trist in unserem Dienst für das arbeitende Volk. Und anscheinend hat Helen heute ihren freien Tag genommen. Weil sie begrüßt uns nicht. Stimmt. Kein Kaffee, kein Nichts, keine Unterhaltung. Na gut, nur wir. Ich wäre dafür, dass wir uns um die Ressourcen kümmern und den Vorschlag umsetzen von vorhin, dort die Ressourcen ein bisschen hochzudrehen. Okay, wir haben 50. Oder? Wir haben 32. Zustimmung. Ich weiß nicht, um wie viel, wenn wir es hochdrehen. Na, lieber jetzt als später. Unsere Zustimmung kann momentan... Aber dann würde ich es auf intensiv stellen. Ja. Und dann haben wir beim nächsten Mal mehr, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann würde ich jetzt erstmal erforderlich auffüllen. Alles auf 3 und dann gucken, wie es oben aussieht. Hier sind erforderlich 6. Ups. Hier sind erforderlich 3 und hier sind auch erforderlich 6. So, Essen haben wir. Medikamente haben wir nicht genug und Alkohol haben wir nicht genug. Also, Medikamente. Müssen wir hochdrehen? Haben wir dann plus 4. Und wir haben nur noch 5. Ich guck mal bei Öl, wenn wir da hochgehen. Sechs und bei Alkohol, das ist Altstadt. Alkohol plus 2 und Medikamente plus 2 und wir stellen um, aber wir kriegen wir genug Werkzeuge, ist die Frage. Produziert 32, wir brauchen aber 48. Ja. Also müssten wir da hochstellen und stattdessen an der anderen Stelle runter. Ich würde bei Öl einen wegnehmen vielleicht. 2. Und so kommen wir auf 50. Wir brauchen 48. Das ist alles auf Kante genäht, aber das sorgt dafür, dass wir auch noch ein was überhaben an Werkzeug, das wir weiter produzieren können. Ja. Und Stiefelkante sagt, wir müssen wahrscheinlich in 2 Tagen 50 unserer Produkte verschicken. Weil da steht bis zum Versand irgendwie 2 und diese 50 da oben. Und was wir ja so oder so machen. Also das System funktioniert ja nur, wenn jeder immer was reingibt. Sobald es an einer Stelle stoppt, wird es an allen anderen Stellen auch stoppen. Ja, also es ist gut, dass wir jetzt einmal auf intensiv hochgehen, solange wir noch nicht überall irgendwie in das Defizit geraten sind. Also im Prinzip sind wir mit unseren Ressourcen bereits prekär und ist genau der richtige Zeit oder werden es vielleicht eine Runde vorher eventuell oder 2 Tage vorher schon machen müssen, aber das hat ja keiner ahnen können. Das hat uns ja keiner erklärt, da mussten wir ja selber drauf gucken. Ja. Na gut. Unsere Amtseinführung war echt nicht wert. Keine Übergabe der Regierungschefs. Okay.
Dann haben wir das. So, was machen wir? Wir haben keinen Brief, wir haben die Karte und wir haben die Depeschen. Depeschen? Oh, sind ein paar. Oh, eine streng geheime Mitteilung. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Streng geheime Mitteilung. Genosse Stadtoberhaupt, Sie mögen mir nicht glauben, aber die Kräfte des globalen Imperialismus haben mich, Ihren treuesten Agenten, angegriffen. Es mag wirklich unglaublich erscheinen, aber Sie landeten direkt bei mir im Hof. Das kriminelle Flugobjekt der Kapitalisten stand mitten in der Nacht in meinem Hof unter der Anschrift Gießerstraße, Haus 17. Allem Anschein nach wollten Sie mich entführen und für Ihre pro-imperialistischen, abenteuerlichen Experimente benutzen. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, lieber Genosse River. Ich habe Ihnen würdigen Widerstand geleistet und befinde mich nun an einem sicheren Ort. In einer konspirativen Wohnung. Außerdem habe ich gesehen, dass der KFO in Richtung des Waldes im Süden der Stadt geflogen ist. Also kapitalistisches fliegendes Objekt. Schicken Sie schnell unsere heldenhafte Miliz aus, um nach Ihnen zu fahnden. Gemeinsam halten wir die verdammten Diener des Kapitals auf, bekämpfen die Götter der Gier, denen Sie huldigen. Ihr Genosse Elvin Madstain. Oh mein Gott. Haben die konterrevolutionäre Fluggeräte? Großalarm! Warum bringt man mir immer noch Briefe von diesem Verrückten? Hatten wir den schon? Vielleicht ist das der zwischendurch im... Madstain, da klingelt was bei mir. Vielleicht ist das der Hof der psychiatrischen Einrichtung. Und das ist der Typ von vorhin. Und jetzt ist es nicht mehr die Zeitungsredakteurin, sondern wir sind es, die komische Briefe kriegen. Warum bringt man mir immer noch Briefe von diesem Verrückten? Das heißt, wir haben schon einen von ihm gekriegt. Madstain, da klingelt auch irgendwas bei mir. Diese konterrevolutionären Flugobjekte finde ich auch schön. Oder kapitalistische Flugobjekte, je nachdem, was es so genau ist. Das ist eine schöne Begrifflichkeit. Ja, konterrevolutionäre Flugobjekte ist... Ja. Auch mit welcher Selbstverständlichkeit in diesem Spiel mit solchen Begriffen oder Abkürzungen rumgeworfen wird. Also man muss sich immer ein bisschen selber überlegen oder sich tatsächlich Mühe machen und in die Bibliothek gehen. Also auch wie im echten Leben, wenn man wissen will, was dahinter steht, muss man lesen und sich bilden. Aber dass sie halt auch gar nichts erklären, finde ich super spannend. Ich frage mich auch, warum bringt man mir immer noch Briefe von diesem Verrückten? Ich glaube nicht, also... Wäre diese Sache anders formuliert, würde ich tatsächlich drüber nachdenken. Aber die Formulierung hier schreckt mich davor, lässt mich zurückschrecken, das überhaupt zu erwägen. Mhm. Gib mir ähnlich. Sie haben Helen inständig gebeten, dass sie ihnen keine Briefe mehr von dem Verrückten der Stadt bringt. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Vor kurzem habe ich das Grab meiner Großmutter besucht. Ehrlich gesagt, mit dem Friedhof steht es nicht zum Besten. Nicht in dem Sinne, dass er schlecht gepflegt wird. Er ist eher mit bestatteten Verstorbenen überbelegt. Es klingt etwas komisch. Der Totenacker ist voll von Leichen. So soll es ja auch sein. Aber es ist wirklich wenig Platz geblieben. Neue Gräber müssen direkt eins neben dem anderen ausgehoben werden. Deshalb bitte ich Sie, sich um die Erweiterung des städtischen Friedhofs zu kümmern, zum Beispiel, indem Sie diese Aufgabe der Munizipalität übertragen. Ich hoffe sehr, dass Sie nicht alles so lassen, wie es ist. Hochachtungsvoll, Genosse Jeffrey Poole. Was soll's, Friedhof ist Friedhof, dann wird er eben größer, 9000. Das ist nicht mein Problem. Sollen Sie das selbst irgendwie klären? Ja, selber klären können Sie es ja nicht. Sie brauchen ja Platz. Also Sie können ja die Leute nicht, oder machen es augenscheinlich in dieser Kultur nicht, die übereinander zu stapeln, sondern die werden im Friedhof nebeneinander bestattet. Insofern können die das nicht selber klären, weil sie mehr Platz brauchen. Ich würde diese Entscheidung zurückstellen wegen der hohen Summe und mir erst alle anderen drei angucken. Okay.
An den sehr geehrten Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Ich schlage vor, eine, wie mir scheint, unserer Stadt sehr notwendige Initiative zu prüfen. Derzeit muss man für die Registrierung eines privaten Unternehmens einen Berg von Papieren zusammentragen. Nicht alle schaffen dies mit eigenen Kräften. Ich arbeite als Buchhalter im Werk und die Genossen haben mich mehrfach gebeten, ihnen beim Ausfüllen der Unterlagen zu helfen. Nach einer der Bitten kam mir ein interessanter Gedanke. Ich kenne einige hervorragende Arbeiter meines Fachs, die kürzlich in Pension gegangen sind oder die es bald tun werden. Warum sollte man nicht einen speziellen Dienst einrichten, der den Menschen helfen wird, die Unterlagen richtig auszufüllen? Wenn Sie diese Idee interessiert, dann schicke ich alle notwendigen Kontakte im nächsten Brief. Mit besten Grüßen, Genossin Ingrid Rothbauer. Ausgezeichnete Idee, 15.000. Das heißt, wir sollten fremde Arbeit zu Lasten unseres Haushalts machen. Soweit kommt's noch. Und hier wird es schon wieder interessant. Wir hatten Entscheidungen mit 1.000, 3.000, 6.000. Jetzt haben wir zwei Sachen mit 9.000 und 15.000. Ich finde die Idee großartig, aber scheiße teuer. Die ist scheiße teuer. Und wir haben uns aber auch geärgert, dass wir wirtschaftlich so komplett von diesem Stahlwerk abhängig sind und damit von dieser einen Person. Das heißt, wir unterminieren. Gefällt mir. Ich würde die anderen beiden jetzt reingucken, weil wenn ich diese Summen sehe, ja. Machen wir ja. Jetzt weiter. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, in den letzten Tagen sind bei uns erstaunlich viele Fehlalarme eingegangen. Zum Glück ist daraus bisher nichts Schlechtes entstanden. Aber irgendwie wird eine Einheit zu einem erfundenen Feuer ausrücken und aufgrund dessen nicht rechtzeitig bei einem echten Brand eintreffen. Deshalb bitte ich Sie, die AIS oder gar die politische Abteilung einzuschalten, damit die Spezialisten diejenigen ausspüren und bestrafen, die sich auf Kosten der Sicherheit der Werktätigen einen Spaß machen. Hochachtungsvoll, Oberstleutnant Silvester Bayer, Vorsitzender des Brandschutzkomitees von Eisen 1. Okay, wir können Rayen einschalten. Klar, das ist die Arbeit des AIS. Auch noch Zeit und Kräfte für die Fahndung nach einem einfachen Roadie verschwenden. Okay, das dritte würde bei mir ausscheiden, weil es ja augenscheinlich häufiger passiert. Und ja. Dann die Frage ist, ob inwieweit das Absicht ist. Und dann wäre es günstig rauszufinden, wer es denn ist. Bei Rayen, ist der Leiter dieser politischen Abteilung? Rayen ist unser Kumpel. Genau, aber was ist denn sein Job offiziell? Ja, ich würde sagen, er ist irgendwie bei der politischen Abteilung. Da wäre dann die Frage, das geht zwar schön im Hintergrund oder im Untergrund, aber dann wissen wir auch nicht, was da passiert. Und beim AIS wäre es vielleicht noch irgendwie aufgehoben. Weil es ist ja, wir wissen ja noch nicht, ob es politisch ist. Eine Sache, ich bin für Rayen, weil wir wissen nicht, ob es die AIS nicht ist, die nicht ihre Spezialeinheit gekriegt hat. Und die AIS ist gleichbedeutend mit der Miliz, die wir verärgert haben. Also langsam bist du auch ein bisschen ängstlich, oder? So vor deiner und vertrauen sie ja genau das, so dieses, wer will mir schaden, wer schadet uns am meisten. Also ja, Wayne kennen wir halt und der könnte das vielleicht lösen, aber irgendwie weiß ich, es ist halt irgendwie noch nichts für so ein Geheimding. Ich würde ja jetzt lieber einen unserer klassischen Agenten draufsetzen, um rauszufinden, was da überhaupt los ist. An der Stelle bin ich so. Rayen hat nie darüber geklagt, dass er wenig Ressourcen hat. Und wir haben ihn bisher noch nie eingesetzt. Also bis auf diesen Mordfall schon ein klein wenig. Aber das klingt wie die Vorbereitung dafür, die Stadt ins Chaos zu stürzen. Die Miliz ist sauer auf uns. Es ist ein stadtbedrohliches Szenario, also es ist halt perfekt, dass das Szenario, was der Oberstleutnant der Feuerwehr beschreibt, ist perfekt, um tatsächlich die Stadt lahmzulegen oder ins Chaos zu stürzen.
Ich finde es total spannend. Ilhak merkt gerade an, dass es diese Paranoia, dieses Gefühl von, oh mein Gott, ist da wer? Dass das Spiel ja genau das erzeugen will. Und das Interessante ist eigentlich, wie, mit welchen Instinkten wir reagieren. Unser Instinkt ist jetzt zu sagen, wir geben das nicht an eine offizielle Behörde, die das ermittelt, nach welchen Prinzipien auch immer, sondern wir privatisieren das Ganze und geben das einem guten Freund, weil wir vertrauen ihm ja, obwohl wir immer noch keine Ahnung haben, was eigentlich die Agenda von ihm ist und ob der nur so tut, als wäre er unser Freund. Aber das ist so ein Vertrauensvorschuss, weil wir kennen ihn schon lange. Und trotzdem bündeln wir uns an eine Person und nicht mehr an eine Behörde, die theoretisch zumindest Regelungen der Überwachung intern haben könnte. Und meine Argumentation wäre dafür, wenn es tatsächlich jemand ist, der sich einen Spaß erlaubt, dann ist es eine Sache für die AES. Wenn eine Vorbereitung für einen Putsch, Unruhe stiften, Terroranschlag oder etwas dergleichen damit drinsteckt, wie ich finde, es riecht danach, ist es etwas für die politische Abteilung, also für Rayen. Das stimmt, aber eigentlich müsste die AES erstmal ermitteln, was es ist, und dann übernimmt die politische Abteilung. Also, wir können, also das, wir würden jetzt so den Geheimdienst losschicken, um rauszufinden, wer die Fehlalarme auslöst. Und Belana sagt übrigens, sie vertraut Rayen nicht wirklich. Ich auch nicht. Aber ich vertraue Rayen auch nicht. Ich vertraue Rayen in dieser Sache mehr, weil er hat ein Interesse daran, dass wir ein gutes Bild abliefern, sonst hätte er uns auch nicht gewarnt. Also es ist jetzt voll paranoider Modus, ja? Mhm. Ich vertraue Rayen auch nicht, aber er hat bisher keinen Hebel gezeigt. Bei der AIS, der Miliz, war es so, wir haben eine Andeutung gemacht, dass wir uns ein eigenes Bild verschaffen möchten. Das hat der kommandierende Offizier, der vorher gesagt hat, er hat keine Vorschriften, er kann ziemlich frei handeln, als aufgefasst, dass wir ihn als Lügner bezeichnen, und ist frustriert gegangen. Dann haben wir die Miliz, die AIS, nicht mit einer Spezialeinheit ausgestattet, sondern finanzielle Mittel an die Feuerwehr und an die städtischen Dienste gegeben. Könnten wir noch mal gucken, ob die AIS und die Miliz das Gleiche sind? Also ich bin mir gerade nicht genau sicher, was die Aufgabe der AIS ist. Ich brauche da noch mal so einen kurzen Blick. Ja, gehen wir doch mal. Wahrscheinlich müssen wir dafür in die Bibliothek, vermutlich. Miliz. Leiter Oberst John Chester, Abteilung für innere Sicherheit der Stadt Eisen 1. Die Miliz ist aus den örtlichen freiwilligen Patrouillen entstanden, die in den Jahren des Befreiungskrieges des werktätigen Volkes zum Schutz des Militärhospitals und des Arbeitslagers organisiert wurden. Anschließend städtische Abteilungen des Sicherheitskomitees, umgewandelt in die Abteilung für innere Sicherheit durch Verordnung des Exekutivkomitees der Gesamtkommune vom 22.09.1944. Miliz und AIS ist dasselbe. Super, danke. Und jetzt noch mal kurz zu John Chester, und dann habe ich auch genug nachgefragt. Ja, alles klar. Oberst John Chester, Leiter der AIS für Eisen 1. Er ist der Sohn des Direktors des Klaus-Wolfram-Hüttenwerks. Ah, okay. Stimmt. Nee, ist das ein weiterer Hinweis bei solchen... Ne, ich habe kein Problem damit, die AIS zu untersucht dieses in der Straße, untersucht dieses in der Straße, untersucht von mir aus ein Casino. Ich würde sagen, so etwas, wo die Feuerwehr sagt, wenn das so weitergeht, könnten wir eventuell zu einem Brand zu spät kommen, weil unsere Kräfte zu sehr verteilt sind, wäre ich vorsichtig, den AIS zu schicken. Weil er ist derselbe, der verärgert gegangen ist. Gleichzeitig
Ist total schön, wie die alle zusammenhängen. Rusty merkt an, er ist übrigens der Mann von Sarah Chester, die Frau von der, vom Eisernen Boten. Und sein Vater ist der Direktor des Klaus Wolfram Hüttenbergs. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich sofort über familiäre Bande nachgedacht habe und dass die sich quasi verschworen haben gegen uns. Jetzt fange ich auch schon so an. Und ist krass, oder? Wie schnell das geht, auch gleich so ein inneres Gefühl von Sippenhaft. Wir müssen ja in die gleiche Richtung denken. Das könnte auch komplett unterschiedlich sein. Und ich könnte mich, glaube ich, durchringen, den Rayen zu schicken. Und ich könnte es sogar begründen, weil der AIS vorhin gesagt hat, dass sie so viel zu tun haben mit so Kleinkram. Ja. Er wollte also mehr Kompetenzen. Genau, aber er hat erst gesagt, dass hier zu viel, also dass zu viel zu tun ist. Ja. Dann lass uns Rayen dahin schicken. Dann entlasten wir ihn nochmal. Okay. Ja. Ihrem Freund hat es tatsächlich keine Mühe bereitet, ihn zu finden. Es war der 15-jährige Jugendliche namens Arthur Dry. Coppers Beamte führten mit dem Jungen ein hartes Erziehungsgespräch durch und der Familie wurde eine hohe Strafe auferlegt. Sie überlegen, ob Dry Prügel bezogen hat oder die Eltern durch den Besuch der Politischen stark eingeschüchtert sind. Unsere Paranoia hätte... Nun gut. Sehr gute Entscheidung. Danke, dass du von vornherein dafür plädiert hast. Ich finde es auch schön, Edelhack merkt gerade an, dass wir uns anhören wie Erzählungen aus der DDR, die er so kennt. Und das in nur so wenigen Stunden. Ja, genau darum geht es. Also nicht um die DDR als Staat, sondern um dieses Grundprinzip. Um den Verlust von Freiheit und um die Grenzen manchmal zwischen richtig und falsch und Rechtsstaat und nicht Rechtsstaat. Also jetzt haben wir zum Beispiel was gemacht, was quasi dem Rechtsstaatsprinzip eigentlich so widerspricht. Weil wir haben einfach irgendeinen Typen losgeschickt, um irgendwas zu untersuchen, anstatt die offiziellen Behörden dafür zu nehmen. Ja. Oder nicht mal die dafür zu nehmen, weil dann würde ja die Politik sagen, ermittelt gegen die. Das ist ja noch viel absurder. Genosse River, in Verbindung mit der Durchführung der planmäßigen Reparatur der Sporthalle im Gebäude der AIS der Stadt Eisen 1, bitte ich Sie, einen Raum in der Anlage Volkssport zuzuweisen, in dem die Mitarbeiter der Miliz ihr Training absolvieren können. Der Raum wird an Werktagen von 17 bis 19.30 Uhr benötigt. Hochachtungsvoll Major Heinrich Richter, stellvertretender Leiter der AIS der Stadt Eisen 1 für körperliches Training. Tja. Ich finde die dritte Variante momentan gut. Die dritte Option. Gibt es keine einfachen Varianten? Also wir würden den Ball einfach direkt zurückspielen. Sie könnten selber eine Lösung für Outdoor-Training oder sowas sich einfallen lassen. Ich bin mir auch nicht sicher, als dass... Also hier argumentiere ich jetzt tatsächlich aus dem System der Bürokratie heraus. Mir ist es nicht ersichtlich, warum Beamte, deren originäre Aufgabe es ist, sich fit zu halten und dies wahrscheinlich in ihrer Dienstzeit tun, das ausgerechnet an Werktagen zur Zeit des Feierabends in einer Volkssporteinrichtung machen müssen, in dem Werktätige ihrer körperlichen Ertüchtigung nachgehen könnten. Oh, interessantes Argument. Danke. Das stimmt. Und da erschließt sich dann dieses, die Einwohner der Stadt werden unzufrieden sein. Ja. Weil... Ich bin da bei dir, ja. Also das ist ja... Was wäre denn deine Variante? A oder C? Das stimmt, es gibt auch Polizeisportvereine, ja. Ja. Und also zum Beispiel, ich habe... Also das ist wieder... Das hat nichts damit zu tun. Und ich sage auch nicht, dass die Feuerwehr in Deutschland in irgendeiner Form etwas damit zu tun hätte mit den Systemen, die hier in dem Spiel simuliert sind. Aber ja. Ich habe für die Feuerwehr mal gearbeitet. Als Rettungssanitäter war ich mit in einer Wachabteilung und dort gab es
jeden Dienstag Dienstsport. Und der war morgens oder nachmittags, ich weiß es nicht. Morgens definitiv nicht, weil wir hatten den Dienstsport in einer städtischen Turnhalle, die zu einer Schule gehört hatte. Und das war irgendwie um 14.30 Uhr, werktags. Wo definitiv kein Sportverein Sport hat, wo die Schule bereits aus ist und die Halle frei ist. Dort sind wir mit dem kompletten Zug hingefahren. Also da stand dann der komplette Löschzug vor der Sporthalle. Und wir haben Dienstsport gemacht, weil, wenn du in der Wachabteilung bist, als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau oder als Sanni, dann musst du fit sein. Das gehört zu deinen Aufgaben. Also haben wir zu einer Uhrzeit dort Sport gehabt, in der weder Vereine noch die Schule die Turnhalle genutzt hat. Ich weiß auch zu wenig über den, beispielsweise über den Polizeidienst in den unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland, um das einschätzen zu können, wie das dort eigentlich geregelt ist. Weiß ich nicht. Hier im Spiel ist es ja aber so, dass das Angehörige, wie ich jetzt auch weiß, Angehörige der Miliz sind, also die ja quasi Kriegstruppen, die jetzt irgendwie allgemeine Sicherheit übernommen haben, dann ja. Nach Gründung unseres Staates. Ja. Ich wüsste nicht, warum wir die jetzt in diese Sportanlage Volkssport packen sollten. Also wirklich nicht. Ich bin da, ich schwanke zwischen, die Einwohner der Stadt werden unzufrieden sein und es gibt keine einfache Variante. Ich weiß halt nicht, was die Auswahlmöglichkeiten sind mir zu unklar. Ja, genau. Ja, aber sie kosten auch nichts. Also insofern, hier kann nicht so viel passieren, hoffe ich. An der Stelle wäre ich, gibt es keine einfache Variante. Ich auch, weil ich nicht weiß, was die anderen zur Folge haben und so, bin ich auch dabei, ja. Okay. Sie haben abgelehnt, einfachen Werktätigen die Sporthalle zu nehmen, aber zugestimmt, eine alternative Lösung zu finden. Yes. Schließlich kam Hilfe von Genossen Wintersday. Den Mitarbeitern der Miliz wurde erlaubt, auf dem Kasernengelände Sport zu treiben. Es scheint, sie sind recht weise vorgegangen. Das scheint mir überhaupt nicht weise, dass die Polizei jetzt enger mit dem Militär verbandelt ist, aber das ist vielleicht auch nur mein paranoider Kopf, der hier spricht. Ich finde, wir brauchen dringend eine Paranoia-Pause. Ey, wir brauchen eine Paranoia-Pause. Und nach der Pause kümmern wir uns um 9.000 und 15.000. 15.000 für eine hervorragende Idee und 9.000 für eine Sache, die ich so unterstützen mag, aber wir sprechen hier über mehr als ein Drittel unseres Gesamtbudgets, das wir uns schon erbeten haben als bla. Ich würde mal mit der ersten Frage anfangen. Sind wir für ein Entweder-Oder oder beides? Wenn man diese Frage stellt, ich würde zunächst jedes als einzelnes Problem betrachten, aber priorisieren nach der erstmal anscheinenden Nützlichkeit für uns. Und da wäre ich bei der Idee mit den pensionierten Menschen, die in Verwaltung und so weiter arbeiten und Hilfestellung liefern. Diese ist teurer. Mhm. Aber auch gleichzeitig nützlicher. Wenn wir uns dafür oder dagegen entscheiden, nehmen wir uns die andere Frage vor, die ich jetzt tatsächlich außen vor lassen würde. So würde ich priorisieren. Tja, also hier folge ich der Argumentation, die du vor der Pause gesagt hast. Das ist eine super Idee und wir sind in Eisen 1 total abhängig von diesem Werk. Und das hier ist zwar teuer, aber würde dafür sorgen, dass wir unsere Wirtschaft auf kleine, neu gegründete Unternehmen, die der werktätigen Bevölkerung ebenfalls zugutekommen und einen Wert an sich schaffen, unter die Arme greifen. Ja, also ich finde die Idee auch gut. Ich weiß halt nicht, wie weit sich das auf unsere Wirtschaft auslöst. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Ja, ich mir auch. Ich würde dafür 15.000 ausgeben.
Ich habe immer noch die Staatsschuldenkrise aus dem Democracy 4 als Panikmoment vor Augen, aber ich finde das eine ausgezeichnete Idee. Gut, wir machen eine ausgezeichnete Idee. Ein, zwei Anrufe und Sie sind der Gründung der Abteilung für die Dokumentation unabhängiger Unternehmer näher gekommen. Das Gebiet hat Ihre Initiative gut geheißen und bereitet sich sogar darauf vor, sie zu übernehmen. Bald wird es um vieles leichter, ein eigenes Unternehmen zu registrieren. Sehr gut. Ja, sehr schön. Mehr. So, jetzt haben wir... Unser politischer Einfluss müsste jetzt steigen. Die müssten uns jetzt gut finden und die Bevölkerung wahrscheinlich auch. Korrekt. Jetzt haben wir Friedhof renovieren für 9.000 oder nicht bei einem Budget von 31.000. Also vom Prinzip könnte ich mir das schon vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, dafür 9.000 auszugeben, wenn wir nur noch 31 haben. Ja, 22 klingt sehr beklemmend, wenn wir nochmal eine gute Idee mit 15.000 Preisschild bekommen. Würde ich die nicht machen wollen und das hier ist... Also... Um es jetzt mal in Spielmechanik auszudrücken, das sind vielleicht plus zwei Zustimmungen in einem Bereich, in einem Bezirk. Und unsere Zustimmungswerte sind okay. Ja, also ich würde das jetzt auch nicht ganz oben auf unsere Prioritätenliste setzen. Insofern... Wir können uns den aber immer noch offen lassen. Wir müssen noch auf die Karte gucken. Okay, stimmt. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!